Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir stehen vor dem Raum, in dem Miranda sein soll und wollen der Quest mal weiter nachgehen. Seltsamerweise ja, war in der letzten Folge irgendwie von Kaidan keine Spur, obwohl er gesagt hat oder obwohl... Ja doch, er selbst hat gesagt, wenn wir mal wieder auf der Citadel sind, dann sollen wir doch mal vorbeikommen. Weil ihr kennt noch einen Laden, wo es Steak gibt und so. Kleiner Moment. Meine Tastatur wird etwas eingestaubt. Also, Miranda, was gibt's? Miranda, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Geht es um Ihre Schwester? Shepard, ich brauche Zugriff auf Allianzressourcen. Was? Kann ich nicht sagen. Vertrauen Sie mir. Warum? Ich mag keine Geheimnisse. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Ich kann nicht. Falls das ein Problem ist, gehe ich. Nein, aber Vertrauen ist im Moment Mangelware. Natürlich. Na gut. Sie bekommen Ihren Zugriff, Miranda. Aber das klingt ja gar nicht gut. Ich weiß. Und danke. Es ist sehr wichtig. Aber das ist nicht alles, worüber Sie reden wollten, oder? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Eher gestehen. Es hat ziemlich an mir genagt. Gestehen? Als ich das Lazarus-Projekt geleitet habe, wollte ich Ihnen zur Sicherheit einen Kontrollchip einbauen. Das haben Sie bereits erwähnt. Das war aber nicht alles. Der Unbekannte hat es verhindert. Aus heutiger Sicht hätte es ihm viel Ärger erspart. Mag sein, aber er wollte ihr wahres Ich nicht verändern. Er wollte keine Maschine, die nur Befehle befolgt. Er wollte Commander Shepard. Der Chip hätte ihr Ich vernichten können. Ich verstehe Ihre Beweggründe. Sie kannten mich ja gar nicht. Ich hatte vorher noch nie mit so vielen Blackboxes zu tun. Ich fühlte mich blind. Warum erwähnen Sie das jetzt? Ich habe gegen die Kontrolle meines Vaters über mein Leben gekämpft. Denn die wollte er, bis hin zu meiner verdammten DNA. Als ich entkommen war, habe ich mein Leben riskiert, um meiner Schwester zu ersparen, dass es ihr genauso ergeht. Aber ich habe nicht gezögert, ihren freien Willen zu zerstören, als ich es konnte. Und das hat sie so beschäftigt? Ja. Ich habe 2 Jahre meines Lebens verloren. Sie haben mir den Rest zurückgegeben. Sie hätten mich auf unzählige Arten verändern können, haben sie aber nicht. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich zurückgebracht. Danke. Aber ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich den Plan mit dem Chip immer bereut habe. Sie müssen über die Vergangenheit hinwegkommen. Mach ich sonst auch, aber das war wichtig. Manches hat man eben nicht unter Kontrolle. Da hilft mir meine tolle Genetik auch nicht. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda, was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich habe immer einen Plan. Joa. Das war's. Ziemlich unspektakulär. Ein kleines Geständnis von Miranda. Im Doktor aber immer noch nichts Neues. Das heißt, sie macht immer noch alles auf eigene Faust. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig genau, aber ja, ich habe keine Ahnung, ob wir da noch eingreifen in diese Geschichte mit Miranda, ihrem Vater, ihrer Schwester. So, vielleicht ist jetzt ja Kaidan aufgetaucht. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Jacob? Bailey? Ja, keine Ahnung. Gehen wir wieder zurück zur Normandy. Und geht nochmal kurz zu Kaidan und quatschen nochmal mit ihm. Vielleicht müssen wir auch erst die nächste Prio-Mission erfüllen. Wobei es dann ungewöhnlich wäre, dass dieses Gespräch schon stattgefunden hat. Wie seltsam. Und da sind Sie sich völlig sicher?
Ja, Sergeant. Haben Sie seitdem etwas von Ihrem Bruder gehört? Nein. Das kennen wir, glaube ich, schon, dass sie ihren Bruder sucht, etc. pp. Hier ist aber auch kein Kaidan, der rumsteht. Nope. Kein Kaidan da. Also zurück zur Normandy. Quatschen wir da nochmal mit ihm. Was Neues? Trainer? Crewdeck. La 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 la. Kaidan, erzähl uns nicht so einen Scheiß. Was ist hier los? Ich sollte an meinem Bericht weiterarbeiten. Wir sehen uns später, Shepard. Okay. Er hat doch gesagt, wenn wir das nächste Mal auf der Citadel sind, dann sollen wir uns mit ihm treffen, weil irgendwo gibt's lecker Fresschen. Gut. Gab kein Fresschen, keiner war nicht da. Also kümmern wir uns. Waffen aufmöbeln. Kohlemäßig waren wir ganz gut dabei. Wir machen aber nochmal die nächste Nebenquest. verlassen. Und zwar, meiner Meinung nach eine der, ja, habe ich ja schon oft erwähnt, eine der schwierigsten Quests im Spiel und auch eine der unangenehmsten Quests im Spiel. Aber auf normal und mit dem, es ist so laut, und mit der Erfahrung, die wir jetzt schon haben und mit der Stufe, die wir jetzt auch schon haben, wir sind ja schon kurz vor der Maximalstufe, sollten wir das eigentlich schaffen? Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch nur gucken. Ich wollte nur gucken, ob wir Treibstoff haben. Und das müsst ihr aber jetzt hier sehen. Oh, wir sind voll. Ach klar, wenn man auf der Citadel andockt, ist ja der Treibstoff auch voll. Fast eine Punktlandung. So. Ab nach Lessus. El Hessus ist eine unbeliebte Gartenwelt, deren Eigenschaft knapp jenseits dessen liegen, was die Asari-Population für angenehm hält. Ihre Gravitation ist ein bisschen zu hoch, ihre Krankheiten etwas zu virulent und der Boden zur Landwirtschaft ungeeignet. Weitere Informationen gibt es kaum. Die Asari-Regierung hält sich beim Thema Lessus ungewöhnlich bedeckt. Normalerweise müsste eine Gartenwelt mit einer so alten Kolonie dicht besiedelt sein, aber man sieht nachts auf Lessus nur sehr wenige Lichter. Landen! Schlückchen trinken können die auch mal. So, pass auf. Vorschläge sind uns gemacht worden. Kaidan und Garrus, die hatten wir zwar in der letzten Mission schon dabei, aber Kaidan durch die Barriere steht er wohl recht lange und Garrus macht halt unglaublich viel Damage. Deswegen. Ja, kam unter irgendeiner Folge. Hab ich mir gemerkt. Haha, Lob für mich. Annehmen. Keine Ahnung, ob das ein guter Tipp war. Ich hätte jetzt einfach, um einfach der Abwechslungs. Einfach abwechslungshalber ein paar andere mitgenommen, aber gut. Wenn das so passt, dann gucken wir aber nochmal. Kaidan, pass auf. Ganz kurz was gucken. Die Typhoon soll wohl ziemlich geil sein. Hab ich mir sagen lassen, deswegen statte ich den guten Kaidan mal mit der. Mit der Typhoon aus. Durchschlagsmod macht ja auch mehr Schaden. Gut, Durchdringung, nee. Laufverlängerung. Zielfernrohr brauchen wir nicht. Hochgeschwindigkeitslauf. Moment, warte mal. Nee. Universalklinge. Erhöht den Nahkampfschaden. Pass auf, du kriegst dann noch die Durchschlagsmod, denke ich. So. Ist zwar noch auf Stufe 1, ich will es dennoch mal testen. Irgendjemand hat gesagt, dass mit der Typhoon die Gegner ziemlich schnell umfallen. Ich guck mir das einfach mal an. Garrus, du behältst aber mal die Mad-Talk, du läufst sowieso mit der Sniper rum. Okay. Oh. Stufenaufstieg. Da-da-da-da. 4 Stufen noch. Dann haben wir die Maximalstufe erreicht. Yay. Heft Grenade.
Eutan um 40%, Granaten bei 50% scharf, wenn sie an einer Wand oder an einer Oberfläche festigen und explodieren, wenn sie einen Feind näher. Nee, mehr Damage. Ich schmeiß das Ding eh nur auf Gegner, wenn ich es überhaupt mal schmeiße. Da ist auch der Tipp gegeben worden, mit Unsichtbarkeit sind die wohl. Wow. Hab ich gehört. 3 Punkte? 3 Punkte, okay. Na dann. Hab immer noch nichts getrunken, mach ich jetzt. Gibt's Informationen über die Mission, Liara? Das Asari-Oberkommando hat uns viel verschwiegen. Es geht um ein Adad-Yakshi-Kloster. Adad-Yakshi? Wie Morinth? Nein, diese Adad-Yakshi lebten in dem Kloster, damit sie niemandem schaden konnten. Aber sie sind mächtige Biotikerinnen und damit potenziell sehr gefährlich. Darum wurden Elite-Soldatinnen geschickt, um das Notsignal des Klosters zu untersuchen. Verbesserte Biotik, was? Toll. Was ist unsere Strategie? Falls die Gefahr besteht, dass die Adad-Yakshi entkommen, sollten die Soldatinnen das Kloster säubern. Säubern? Also zerstören. Genau dazu hatten sie schweren Sprengstoff dabei, ja. Morinth war gefährlich, aber sind die Adad-Yakshi so eine Bedrohung? Morinth kam gerade erst in Fahrt. Adad-Yakshi hinterlassen astronomische Opferzahlen. Das Oberkommando wird erst ruhen, wenn der Ort zerstört ist. Es würde keine einzige freie Adad-Yakshi riskieren. Keine voreiligen Schlüsse. Vielleicht kam das Notsignal von den Adad-Yakshi. Wenn wir den Ort für die Asari zerstören, will ich wissen, was passiert ist. In Ordnung. Sobald wir dem Oberkommando Bericht erstatten, endet das sinnlose Töten. Na, dann gucken wir uns das mal an. Hallöchen. Asari Elite-Soldatinnen finden. Pass auf. Schwupp. Okay. Drr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 r
Nahkampfbetäubung finden wir auch wie Sand am Meer. Elektronische Signatur von Galae. Wofür brauche ich das denn? Ah, okay, das gibt wieder ein kleines Upgrade bei Glyph für uns. Gut zu wissen. Boah, Mann, ey. Die Stimmung ist wieder so geil. Entschuldigung, geil ist das vollkommen falsche Wort. Muss ich mich gerade selber amüsieren. Die Stimmung ist einfach großartig. Also super gut eingefangen. So. Tolei, du wirst nicht glauben, was Janis reingeschmuggelt hat. Eine Kopie von Venia. Wir treffen uns nach dem Abendessen in der Bibliothek. Bring Bücher zum Lernen mit. Rila hat heute Nacht Flurwache, also verhalte dich natürlich. Wir sind an den östlichen Videogeräten. Das wird der Hammer. Bis dann. Oh, und lösche diese Nachricht, sobald du sie gehört hast. Nicht so wie beim letzten Mal. Na, hat ja super funktioniert. Okay. Da hinten ist der Wand safe. Da ist auch noch irgendwas. Okay, ein kaputter Verteilerkasten. Was haben wir denn hier? An Belegschaft und Schülerinnen. Anbei unser neuer Tagesplan. Das Wecken erfolgt nun 15 Minuten später und die Flurwachen können die Aufgabenlisten im Laufe der Woche herunterladen. Fragen oder Beschwerden bitte an mich oder Matriarchin Galae. Gruß, Aufseherin Jethra. Wecken 6 Uhr. Oh Gott. Frühstück 6.30 Uhr. Morgenmeditation 7 bis 10 Uhr. Hausarbeit 10 bis 12 Uhr. Mittagessen 12 Uhr. Unterricht 12 Uhr. Lernzeit. Abendessen. Abendmeditation. Freizeit, Nachtruhe. Kloster halt. Präzisionsgewehr, Reserve Munition. Schön. Wandsafe, Bergen. 7500 Credits, alter Schwede. Not bad. So, Freunde. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Oder auch nicht. Weil ich einen Schritt zu weit gegangen bin. Ich bin zu weit gegangen. Reaper, darum ist der Kontakt zu den Soldatinnen also abgebrochen. Das Kloster ist sehr abgelegen. Was wollen die Reaper von den Adatjakshi? Was Brauchbares? Ein Lageplan mit einem eingetragenen Navi-Punkt für eine Bombe. In der großen Halle. Keine Überraschungsbombe auf Tuchanka. Aber die Soldatinnen wollen diesen Ort unbedingt zerstören. Adatjakshi oder nicht, eine Evakuierung hätte viele Leben gerettet. Wenn es keine Überlebenden gibt, zünden wir die Bombe in der großen Halle. Jetzt war ich die ganze Zeit gemutet, hab hier richtig schön euch einen erzählt und war gerade mitten in der Abmoderation. Und hab's zum Glück noch gemerkt. Also, wir begeben uns beim nächsten Mal zur großen Halle, was unser nächstes Questziel ist. Und jetzt hört ihr mich auch. Ich sage bis hierher danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis morgen.